Hallo zusammen. Ja, wie ihr seht, ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute die Polly mit bei mir. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Gell, Polly? Jetzt kriegst du erstmal ein Leckerli. Wir gehen nämlich heute der Frage nach, was ist eigentlich, wenn ich mein Haustier mit auf den Turn mitnehmen möchte? Also sprich mein Hund, Katze oder sowas. Geht es eigentlich? Und wenn ja, auf was muss ich achten? Bleibt einfach dran und dann erfahrt ihr es von mir. Ja, ich denke, ich bin ja nicht der Einzige, der ein Haustier hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, Mensch, kann ich mein Haustier mit auf den Turn nehmen? Wie ist es überhaupt auf dem Schiff? Auf was muss ich achten? Und dieser Frage wollen wir, wie gesagt, heute nachgehen. Mensch, Polly, habe ich so salzige Finger? Ich gebe dir lieber mal ein Leckerli, mal kurz zwischenrein. Ist toll, wie du das machst. Schön, fein, brav. Aber wenn man ab und zu so ein Leckerli bekommt, dann macht man das natürlich auch. Ja, also Haustier mit an Bord. Welche Bedingungen gibt es? Ganz klar, wenn ihr euer Haustier mit auf euren Turn mitnehmen möchtet, dann macht es natürlich Sinn, uns das von vornherein gleich zu sagen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr werdet schon wissen, klar, wir müssen es natürlich mit den Vercharterern klären. Ich kann euch aber insofern schon mal beruhigen, fast alle Vercharterer spielen damit. Das heißt, es gibt wirklich selten Vercharterer, die sagen, ah, auf das ein oder andere Schiff von uns bitte keine Haustiere mitnehmen. Manchmal ist es dann auch so, dass sie wissen wollen, klar, was ist es für ein Haustier? Also, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendeiner, ich meine, mit einem Esel wird jetzt schon keiner ankommen, aber es geht ja in erster Linie um Hunde, beziehungsweise dann eben auch um Katzen und so. Und da ist es tatsächlich, also ich habe das noch nie erlebt, dass es ein Problem ist, beziehungsweise dass die sagen, nein. Aber, und jetzt kommt die Bedingung, man muss in der Regel, wenn man ein Haustier mit an Bord hat, eine erhöhte Endreinigung zahlen aufgrund der Tierhaare. Und selbst wenn man jetzt so einen Hund hat, wie jetzt zum Beispiel ich, das ist ein Havapu, und der haart zum Beispiel überhaupt gar nicht, also der kann wirklich, da kann man hier an den, ich muss jetzt mal ein bisschen hier zupfen, ja, da geht nichts an Haaren raus, aber trotzdem, ja, die wissen das natürlich nicht, die Vercharterer. Das heißt, wenn ihr mit einem Haustier ankommt, dann zahlt man einfach eine erhöhte Endreinigung. In den meisten Fällen ist es so, dass das die doppelte Endreinigung ist. Also die Endreinigung einfach mal zwei. Steht dann aber auch mit dabei. Oft ist es sogar so, dass wenn ihr euch zum Beispiel bei uns auf der Webseite umschaut und euch mal die Schiffe anklickt und dann guckt, was kann man da für optionale Extras dazu buchen, steht tatsächlich sogar oft dabei, Haustier an Bord, doppelte Endreinigung. Und wie gesagt, wenn es nicht dabei steht, einfach fragen. Wir melden das dann einfach bei dem Vercharterer an. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man ein Haustier mit zum Segeln nimmt, da gibt es natürlich noch so ein, zwei andere Dinge, die man sich fragt, die man, ja, wo man sich vielleicht nicht sicher ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ich meine, so ein Haustier muss ja auch ab und zu mal auf die Toilette, logischerweise. Und wenn es jetzt nicht gerade ein Welpe ist, dann weiß man das ja aber auch über sein Tier. Boah, toll, ich habe schon ganz die feuchten Hände. Ich gebe dir mal lieber was Richtiges zu futtern. So. Das lohnt sich heute richtig für dich. Hm? Ja. Und, also es ist tatsächlich so, da muss man sich natürlich auf dem Schiff dann auch darauf einstellen. Ich meine, man kann jetzt schlecht auf dem Schiff irgendwo eine Ecke für den Hund freimachen, wo er dann auf die Toilette kann. Aber wie mache ich das? Ich meine, jeder Hundebesitzer wird da ein Gefühl dafür haben, mein Hund frühs, wenn er jetzt mal gefressen hat oder so, will dann zum Beispiel raus normalerweise. Wie mache ich das jetzt auf dem Turn? Ich persönlich finde es zum Beispiel genial, wenn man hier sich ein Stand-Up-Paddleboard mit auf den Turn mitnimmt. Und ich finde es klasse. Ich weiß nicht, vielleicht macht dann auch nicht jeder Hund mit, aber jetzt bei ihr zum Beispiel ist es wunderbar. Ich setze die vorne auf das Brett drauf und dann paddel ich an den Strand. Da bin ich, also das ist viel schneller, als wenn ich jetzt mit dem Dinghy irgendwie an den Strand kommen möchte. Oder mit einem Kanu geht es zum Beispiel auch. Das kann man ja heutzutage alles immer bei den Vercharterern mit dazu buchen. Und ich finde, wenn man ein Haustier mit an Bord hat, ist es eine Sache, die sich wirklich lohnt, weil ich da einfach super schnell und sehr flexibel bin. Das Haustier kommt vorne drauf, auf dem Stand-Up-Paddleboard zum Beispiel oder auch im Kanu. Und dann bin ich ratzfatz an Land gepaddelt und dann kann ich einen schönen Landgang mit dem Hund machen. Der kann dann seine Notdurft entrichten und vielleicht auch mal ein bisschen rumrennen. Das ist ja auch so eine Geschichte auf dem Schiff. Gut, mit viel Auslauf ist da nicht. Und wenn die Hunde dann gerade mal ein bisschen größer sind oder es sind Hunde, die eigentlich viel Auslauf brauchen, dann sollte man natürlich auch
außerhalb dieser ich muss mal auf die Toilette gehen Geschichte natürlich auch noch einiges an Zeit mit einplanen, die man dann auch tatsächlich draußen verbringt. Und da komme ich auch an einen Punkt, das heißt, wenn ich ein Haustier mit an Bord habe, würde ich mir schon auch überlegen, in was für einem Revier ich unterwegs bin. Und ob das jetzt zum Beispiel ein Revier ist, wo ich von Insel zu Insel fahre und mindestens mal so 4 Stunden, 5 Stunden am Stück auf dem Schiff verbringe, ohne dass ich jetzt Land habe, weiß ich nicht, ob das jetzt so das perfekte Revier ist für einen Turn mit Hund in erster Linie. Da würde ich schon schauen, dass ich irgendwo an der Küste bin, dass ich zur Not eben dann doch auch mal schnell an Land kann, damit der Hund dann einfach ein bisschen rumlaufen kann oder eben dann auf die Toilette kann, wie auch immer. Bei einer Katze ist es dann schon wieder ein bisschen einfacher. Da ist es dann schon so, dass die Katze, die muss ja jetzt nicht irgendwie raus, aber auch die muss natürlich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch ein Katzenklo mitnehmen. Kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus mit Katzen, aber man sollte einfach auf die Bedürfnisse der Tiere logischerweise ein bisschen mit eingehen. Aber vom Prinzip her, den Hund mit auf das Schiff zu nehmen, ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, so gut wie überhaupt kein Problem, ne? Kleiner Seglerhund. Genau. Eine Sache gibt es natürlich noch, die sollte man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Und das ist natürlich, wie kommt dieses Tier da überhaupt hin? Wenn das jetzt ein Revier ist, wo ich fliegen muss, klar, dann muss halt auch der Hund fliegen, logischerweise. Und da kommt es dann drauf an, packt man den irgendwie im Flieger, gibt man den da ab? Oder ist es so, dass er klein ist und dass man den dann tatsächlich sogar irgendwie mit, ich glaube, es geht sogar teilweise, dass man sie mit in den Flieger reinnehmen kann. Aber viel besser ist es natürlich, man kann er mit dem Auto anreisen, zum Beispiel eben, wenn man im Norden Kroatiens unterwegs ist oder auch überhaupt in Kroatien, wo man einfach mit dem Auto hinfahren kann, dann ist es natürlich viel einfacher. Also wenn jetzt einer segeln möchte und er hat ein Haustier, was er unbedingt auch mitnehmen möchte, da gibt es schon das ein oder andere Revier, das man mit dem Auto erreichen kann, und das ist schon ein bisschen geschickter dafür. Ein weiterer Punkt, den man sich überlegen sollte, den ich persönlich sehr sinnvoll finde, ist, das Relingsnetz, was normalerweise ja erst dann oder was normalerweise dann von den Crews in Anspruch genommen wird, wenn sie kleine Kinder dabei haben. Das sind also die Netze, die quasi verhindern, dass die Kinder durch die Reling durchfallen. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man einen Hund hat, gerade wenn der dann vielleicht einfach ein bisschen da rumspaziert. Ich glaube jetzt nicht, dass der Hund da runterfallen würde, aber so ein Schiff bewegt sich halt einfach ein bisschen, gerade wenn es unterwegs ist, und wenn der Hund dann doch ein paar Schritte dort macht, kann es schon sein, dass er das logischerweise nicht ganz so einschätzen kann, und wenn der ins Wasser fällt, ist es natürlich nicht so schön. Deswegen ein Relingsnetz macht sicher Sinn, wenn man einen Hund mit auf dem Turn hat, da würde ich mit dran denken, aber ansonsten war es das schon. Das heißt, wenn ihr ein Haustier habt und ihr habt bisher auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Mensch, nehme ich den mal mit oder nicht, dann sprecht ruhig einfach mal mit uns, dann lasst uns einfach mal schauen, welche Reviere machen tatsächlich Sinn, welche Schiffe kann man sich da chartern, bei denen das eben möglich ist. Wie gesagt, das sind eigentlich fast alle. Okay, es gibt natürlich noch einen Schiffstyp, der hier nochmal ein bisschen prädestinierter ist. Das ist sicherlich der Katamaran, keine Frage, weil da habe ich dann einfach auch draußen viel mehr Platz. Ja, also wenn da dann, wenn ich da im Cockpit bin und da ist der große Tisch, dann habe ich da einfach nochmal so eine Fläche. Das heißt, der Hund kann hier schon nochmal vielleicht sich ein bisschen freier bewegen, als wenn ich da jetzt irgendwie auf einer 36-Fuß-Yacht bin und ich habe vielleicht so einen kniehohen oder hüfthohen Hund, dann ist das vielleicht nicht gerade das Passende. Also ich glaube, da hat dann auch der Hund keinen Spaß und man selber ist dann auch viel mehr darauf fixiert, sich auf den Hund, um den Hund zu kümmern, als dass man das Segeln dann wirklich auch genießen kann. Also man sollte hier schon schauen, dass man die Komponenten, unter anderem eben auch Schiff, so wählt, dass es für beide Seiten dann angenehm ist. Und wenn es für den Hund angenehm ist, dann ist es für einen selber eben auch angenehm. Sprich, auf das Schiff achten, lieber einen Ticken größer, beziehungsweise Katamaran ist natürlich wunderbar. Zweite Sache ist, kurz abklären, was die Endreinigung betrifft. Das ist in der Regel die einzige Hürde jetzt bei dem Vercharterer, dass man einfach weiß, okay, wenn ich das Schiff jetzt charter und ich habe einen Hund dabei, zahle ich einfach einen Ticken mehr an Endreinigung. Ansonsten das Relingsnetz vielleicht noch interessant und das Revier als solches. Ich muss jetzt vielleicht nicht gerade in den Kykladen unterwegs sein, wo ich im Sommer, falls ich im Sommer unterwegs bin, dann Welle und Wind habe ohne Ende und mich selber quasi festpicken muss. Und da muss ich auch noch auf einen Hund aufpassen, der kriegt wahrscheinlich einen Schock für sein Leben und will nie wieder auf ein Schiff. Und dann vor allem eben auch
die Tatsache, dass wenn ich beispielsweise in solchen Revieren wie den Kykladen unterwegs bin und tagesmäßig immer größere Etappen habe und von Insel zu Insel fahre, dann bin ich einfach zu unflexibel, als dass ich dann auf die Belange eines Hundes oder einer Katze dann vielleicht auch eingehen kann. Wie gesagt, bei einer Katze nochmal ein bisschen einfacher. Und ja, dann vielleicht als allerletztes einfach noch die Anreise, wie ich schon gesagt hatte. Lieber ein Revier aussuchen, wo man auch mit dem Auto hinfahren kann. Da ist es dann einfacher, da ist der Hund dran gewöhnt, da weiß er Bescheid, okay, wenn ich mich ins Auto setze und ich habe das schon jeden Tag gemacht, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Flieger ist auch nicht unbedingt ein Problem. Wer es schon mal gemacht hat, dann ist es sowieso einfacher. Ansonsten kann man sich ja da nochmal ein bisschen schlau machen, wie sich das dann einfach verhält. Ja, ich denke, da haben wir jetzt eigentlich auch schon alle wichtigen Punkte durchgesprochen, die dazugehören, wenn man einen Hund oder eine Katze eben sowas mitnimmt. Die Polly hat sich hier schon mal ein bisschen, die hat sich ganz schön bequem gemacht. Ich wusste gar nicht, dass du hier du durftest ja noch nie auf den Schreibtisch, ne? Komm, ich gebe dir noch ein Leckerli. Ja, oh fein. Und dann, mal sogar ein ganz dickes, so brav bist du eigentlich gar nicht immer, aber oh. Das war aber lecker. Und jetzt sagen wir dann noch Tschüss. Und was sagen wir? Nächste Woche gibt es dann wieder ein neues Thema hier bei uns. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann musst du sagen, dann hinterlasst uns bitte einen Like oder einen Daumen nach oben. Teilt dieses Video, schaut zu, dass ich berühmt werde. Und jetzt winken wir noch. Das machen wir auch nochmal zusammen. Guck mal hier. Mach mal Sitz. Oh, nee, das geht gar nicht. Obala, bleib da. Oh Gott. Also, wir sehen uns next. Oh, hier ist es noch. Besser so, ne? Ja, dann lassen wir das so. Und wir sehen uns nächste Woche wieder da mit einem neuen Thema. Ohne dich. Vielen Dank für deinen Auftritt, Check. Das hast du gut gemacht. Fein. Und dann bis nächste Woche. Ciao.